Hallo zusammen. Willkommen zur nächsten Folge von City Skylines, schon die 16. Folge. Es geht immer noch um die Industriegebiete und speziell unsere Lebensmittelfabrik. Ich werde da jetzt noch mal schauen. Wir brauchen ein Waldgebiet, um Papier herzustellen. Ich kaufe erstmal dieses Grundstück hier. Danke. So. Hier ist ein schönes Waldgebiet. Das ist, glaube ich, ein bisschen klein für so ein... Wir haben ja hier schon Zugang. Oder nehmen wir erstmal hier. Weil hier ist ein Wohngebiet und das wollte ich auch Wohngebiet lassen. Dann würde ich mal sagen, wir gehen hier mit einer Brücke rüber. Oder wir gehen... Nee, wir machen das anders. Wir gehen von hier aus. Das ist natürlich ein weiter Weg, ne? Nee. Ärgerlich. Haben wir hier nicht noch irgendwo... Oder wir riskieren es einfach mal. Wir können es ja später noch ändern. Waldgebiet, wie groß, das ist ja hier alles Wald, ne? Ich ziehe das hier mal. So. So. Erstmal nur darum, weitere Betriebe zu schaffen. Und natürlich müssen wir auch die Industriegebiet, das Industriegebiet erweitern. So. Der ist Stufe 1, ne? Bis bei 2. Papier. Also brauchen wir hier jetzt erstmal. Erstmal machen wir Folgendes. So. So, das ist wieder in Ordnung. Und zwar brauchen wir mehr Bäume wahrscheinlich auch. Das Forst. Kleine Baumplantage. Sägemühle. Bauen wir hier noch mal ein paar. Zwei. Drei. Wasser kriegen sie natürlich auch von mir. Jetzt geht es natürlich erstmal nur darum, dass der Forst auf Stufe 4 kommt, dass wir eine Papierfabrik bauen können. Um mehr geht es mir jetzt erstmal nicht. So, dann bauen wir hier nochmal zwei oder drei Stück. Zwei, drei. Ich zähle das jetzt auch nicht ab oder sowas. Hübsch machen wir es später. So, Wasser brauchen die natürlich auch. So. Energie müssen wir mal sehen, wie das klappt. Ja. Oh. Stufe 2. Was haben wir denn jetzt? Arbeitsunterkünfte, Sägemehllager, kleines Baumsetzlingfeld, Biopellet, Möbelfabrik. Das Sägemehllager, das werde ich, glaube ich, mal in Anspruch nehmen. Das finde ich gar nicht so schlecht. Holz, Lager, Sägemehllager. So. Mal das denn mal hinpacken. Was setzen wir mal hier hin? So. Gut.
geht wohl auch für alle anderen Produkte. Es ist halt so eine Spezifikation anderes Dingens. Anderes Aussehen. Weil er hat jetzt Rotholzprodukte. Egal. Das ist schon hübsch. Ja, Stufe 2. Was haben wir denn noch? Was waren wir hier? Sägemühle. Was können wir noch bauen? Wow. Ist ja riesig. Ich weiß nicht, muss man das machen? Ich warte da nochmal mit. So. Wir brauchen mehr Industrie. Tierproduktion. Hatten wir überhaupt Tierproduktion? Ach, oh, jede Menge. Schlachthaus haben wir doch auch gehabt, ne? Schlachthaus. Setzen wir mal hier hin, ne? Ah ne, an die Mautstelle. Ne, das soll ja im Industriegebiet sein halt. Da müssen wir erst die Straße ändern. So. So. Schlachthaus. Das verlängern wir mal. So, Nutzpflanzen und wie viele Mitarbeiter braucht das? 85. Dann werde ich wohl hier noch mal zum Wachstum der Stadt. Ja, doch, können wir so machen, glaube ich. Nee, wir nehmen kleinere Industriestraßen. Industrie rein. Kümmern uns natürlich auch um Wasser. Das ist so. Strom müssen wir mal gucken. Den holen wir uns erstmal hierher. So. Jetzt geht das erstmal wieder runter. Genug das. Gewerbegebiete können wir auch schon wieder. Oh, Moment. Was haben die? Verstorbener. Ab 15.000. Ach du liebe Güte. Ja, da müssen wir erstmal einen Friedhof bauen. Den Friedhof bauen wir natürlich im Wohngebiet. Passt der da? Ha, sehr schön. Den packen wir dahin. Dann wird das erstmal jetzt. Ich hoffe, das klappt. Könnte schwierig werden. Ich setze hier auch noch mal einen hin. So. Dann ist das gut versorgt, glaube ich. Dann machen wir hier aber noch mal ein Gewerbegebiet hin.
So. Kümmern uns nochmal um Wasser. Wasser wollte ich haben. Oh, das ist noch da, okay. Das passt. Gut. Machen wir gleich noch eins. Nee, wir warten ab. So, Industrie. Wie sieht's hier aus? Noch mehr Arbeiter. Stufe 3 gibt es die mittleren. Das ist. Das sind Baumsetzlinge. Ja, wir können ja das mal. Bisschen Abwechslung, ne? So. Forstgebiet werden wir uns dann noch ein neues aussuchen. Was haben wir denn hier so? Schon mal gucken, wenn wir noch was kaufen, dass man darauf achtet. Vielleicht hier zum Beispiel. Da ist doch ein schöner Bereich. Oh, hier, das wäre doch ein Gebiet für Forstwirtschaft. Müssen wir abwarten dann. Ah, das sieht doch sehr gut aus. Fehlt hier Bildung wahrscheinlich. Nicht genügend Arbeiter. Wir machen das mal so. Vielleicht hilft das dabei, dass die Leute da hinkommen. Was ist jetzt? Zu wenig Dienstleistung ist wahrscheinlich Krankenhaus und so. Ja, Feuerwehr auch. Na gut, jetzt haben sie sich beruhigt. Wir müssten die Kreise hier größer machen. Und wir müssten das Wohngebiet noch mal etwas anders ansteuern. Mit einer zusätzlichen Straße vielleicht. Langsam wird es knapp. Ich überlege. Was ist denn mit den LKWs? Das ist die Mautstelle? Oder doch, nee, war das hier mit der Mautstelle? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Doch, das haben wir doch hier gemacht mit der Mautstelle irgendwo. Ich das noch gar nicht gebaut. Das hatte ich nämlich vor. Ein bisschen Geld einnehmen. Oder war das hier? Ich weiß es gar nicht mehr. Hier war das. Da, genau. Naja, gut, okay. Das war's für die Folge.
Wir werden in der nächsten Woche, in der nächsten Folge, nicht der nächsten Woche, werden wir mal weiter gucken. Da werde ich mich mal ein bisschen um die Wohnhäuser kümmern, um den Park vor allen Dingen. Ein bisschen Geld haben wir ja schon wieder eingenommen. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann mal schauen, was wir da machen. Tschüss!